Eieiei. Nee, ich hab nicht auf Labor gedrückt, ich schwör. Alles andere wäre halt zu OP. Ja, du kannst schon relativ viel Damage tanken. Da ist was dran. Okay. Ich sollte vielleicht nicht die... Okay, können wir vielleicht die beiden OP-Waffen zuerst mal ablegen? Und hier so irgendwelche Schrott benutzen? Danke. Lass mich raten, der Bohrer da tut weh. What is this? Hände, die aus der Wand schießen, okay. Und ich hätte gerne ein Spiel, das dich dafür belohnt, dass du mehrfach durch die Gegend pogost. Ach du Scheiße. Könnten wir bitte nicht sowas machen? Okay. Weil es gibt irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber wenn du so auf mehreren Gegnern rumpogos, hat das immer so ein bisschen was... Ich weiß nicht, das fühlt sich einfach gut an. Ich bin dumm. Ich habe die falsche Richtung gedrückt. Meh, meh, meh. Halb mehr Waffen, I guess. Das sieht doch mal nach einem Schwert aus. Donkey Kong Country. Das. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, Tropical Freeze ist okay. Aber aus irgendeinem Grund fühlt sich halt wirklich Pogon besser an als nur springen. Ich meine, Dö, dann kannst du auch Mario nehmen. Aber das ist halt einfach. Es ist kein Pogo. Es ist halt merkwürdig zu beschreiben. Aber Pogo fühlt sich halt definitiv besser an, als nur auf dem Gegner zu dödeln. Mario kann Pogo? Nein, aber Donkey Kong kann auch nicht Pogo. Ah doch, wait, du kannst mit Cranky Pogo, richtig? Ich habe halt nie Cranky gespielt in dem Game. Ich habe halt echt nie Cranky gespielt, fällt mir gerade mal echt so auf. Ich habe, glaube ich, immer... Ich habe fast immer Dixie gespielt. Ich skippe die Birds einfach, fuck das. Wenn ich euch ignoriere, kommt ihr dann mit? Ihr kommt mit, okay. Werdet ihr von Stacheln zerquetscht? Ja, werdet ihr. Wie nett. Das ist das erste Mal seit langem, dass ein Spiel so ist. Ey, guck mal, da sind Stacheln. Stacheln sind doof. Egal für wen. Ob für dich oder für Gegner. Stacheln sind immer doof. Sehr nett. Ich weiß, dass Cranky die Speedrun-Strat ist, das weiß ich, aber... Das Ding ist, ich konnte mich nie mit dem Movement anfreunden in Tropical Freeze. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie...
war das Movement in dem Game einfach nicht meins. Wait, what? Oh no. Das ist so eine Passage. Yep. Okay. Aber das ist halt auch weird. Ich finde zum Beispiel auch das Movement in, Dings. Obwohl, du bist eh fast kaputt. Pass auf, wir heilen uns hiermit. Und dann benutzen wir irgendein Crap zum Checkpoint createn. Ja, das Game ist ganz cool. Wait a second. How am I supposed to do this? Ich meine, die Antwort ist wahrscheinlich einfach ohne Mac. Yep. Ja, das war die Antwort auf die Frage. Cool. Gott, was ist das gerade? Ein Paddel? Ein Cricketschläger. Ja, gut. Du bist eine eklige Spider, geh weg. Ich fange an, ein Gefühl für das Movement zu kriegen. Ich muss gestehen, das ist an sich relativ fun. Besonders das hier. Ich weiß ja nicht mehr, ob das intended ist. Kann ich diese Kugeln blocken? Nein. Ich muss quasi drüber springen, ob ich will oder nicht. Gut zu wissen. Ah, Paladin Power. Oh, bitte keine Scrolling-Passage. Ich habe bis heute Albträume von Up, Up, Down, Down, Jump, Jump, Slide, Slide. Fucking Mega Man 8, ey. Jump, Jump, Slide, Slide. Schlimmste. Ja, nice game. What the fuck? Okay, sure. Was auch immer gerade passiert ist. Die Passage hat leicht Narben hinterlassen. Die Passage ist das Schlimmste an dem gesamten Game mit Abstand. Also wirklich, das ist... Das war nicht feierlich. Ich glaube, jeder kann Spaß mit dem Spiel haben, bis es zu Jump, Jump, Slide, Slide kommt. Danach ist vorbei. Okay, da ist schon ein Boss. Ich bin halb Health. Wie viele Selfies habe ich denn rumliegen? Das sind zwei Heilungen. Drei Heilungen. Sure, lass mal ein paar Heilungen benutzen. Eine. Zwei. Guck mal, habe ich sogar noch eine über. Dirk nehmen wir von den Checkpoint. Okay, das heißt, wir haben eine Heilung. Zwei Heilung. Schuhe, nehmen wir den Löwenspeer und das Ding.
Oh Gott, das sieht jetzt schon nervig aus. Ah, oh, okay. Smash. Ich wusste es. Ah, ich muss mich nur bewegen. Ja, easy. Die Idee der Passage ist gut, es ist einfach nur extrem dämlich umgesetzt. Weil es ist halt... Ich meine, die Passage an sich ist cool, aber die Umsetzung ist halt einfach so richtig... Weil es laggt halt wie Scheiße und überhaupt. Ich meine, dass solche Games halt... Ne, dass diese Art und Weise von Passage halt funktioniert und gut ist, hast du ja später gesehen. BitTrip Runner ist basically nur diese Passage. Wenn du Waffen zerbrichst, entfesselt es eine Art spirituelle Energie. Sie scheinen Dämonen zurückzuschlagen. Aha, das Zerstören von Waffen könnte sich als gute Taktik erweisen. Danke für diesen Tutorial-Tipp. Ungefähr 2 Stunden im Spiel. Weil überleg mal, dieses Up, Up, Down, Down, hast du nicht gesehen? Wenn du mal überlegst, BitTrip Runner ist basically nur Schlag, Schlag, Slide, Slide. Und vielleicht noch Jump. Die haben ein drittes Element dazu geaddet. Das war's. Und das, daher siehst du halt, das funktioniert super. Es muss es halt nur richtig umsetzen. Oh, in Russland fighten wir natürlich Baba Yaga. Really? Warum bin ich nicht überrascht? Ich muss aber mal eben kurz auf K. Ganz kleinen Moment. Okay. Wolltest du nicht alle Waifus zuerst rausnehmen? Hab ich doch. Waifu tot? Waifu tot. Wer ist denn hier noch Waifu? Das ist keine Waifu, das ist die Puffmutter. Die zählt nicht. Das ist ein Unterschied. Baba Yaga ist sehr gekränkt. Okay. Okay. Sure. Alles klar. Strahl. 142 Schaden, ja? Okay, die legen wir zuerst mal ab. Die legen wir ab. Schade. Oh toll, Laser. Ich hab's nicht gesehen, ich bin blind. Ich muss meine Brille putzen. Schau nicht den Bagger... Hä? Warum soll... Das eigentliche Problem ist schon mal, dass es ein Horror-Movie ist und damit zu der Genre an Movies zählt, die ich eh nicht guck, weil ich die meisten Horror-Movies ziemlich langweilig finde. Ist genauso wie Horror Games. Ich bin einfach nicht dafür gemacht. Weiß ich nicht. Ich bin nicht für Horror gemacht. Aber nicht in dem Sinne, dass ich mir die Hose pinkel.
sondern in dem Sinne, dass mich der Kram einfach nicht interessiert. Das ist so, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wann das passiert ist, aber... Ich weiß, als Kind war das anders. Als Kind hatte ich fucking Schiss, nachdem ich, oh Gott, wie hieß der? Nein! Fuck. Jetzt habe ich meinen kompletten... Jetzt habe ich den Faden komplett verloren. Wo waren wir? Ach ja, bei Horror-Movies und warum ich grundsätzlich Horror als Genre extrem langweilig finde. Weiß ich nicht, es ist halt... Ich habe das Gefühl, das meiste zum Beispiel in Games ist halt viel Jumpscare. Und für mich ist ein guter Horror-Movie halt... Du musst halt Atmosphäre aufbauen und das ist halt mit Arbeit verbunden. Und warum sollst du dir Arbeit machen, wenn anscheinend genug Leute auf simple Jumpscares reinfallen? Ich würde nicht sagen, dass Jumpscares Bullshit sind. Ich würde eher sagen, dass Jumpscares in einem... Wenn du einen Jumpscare richtig timest, ist ja okay, wenn du ihn einmal benutzt. Aber nicht, wenn du den alle 5 mm benutzt. Die Menge macht's da halt. So ein einzelner Jumpscare ist vollkommen in Ordnung. Aber nicht irgendwie, oh, guck mal, Jumpscare. Oh, guck mal, nächste Ecke, Jumpscare. Das funktioniert nicht. Gibt einen Grund vor. Ich bin nie dazu gekommen, mir PT anzugucken. Weil das Ding ist halt, wenn du halt eh nicht so der Horror-Typi bist, weil du weißt, hey, mein Gott, die Games sind nicht so meins, weil die alle relativ derp sind. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass die Plattform den Laser blockt. Dann hält sie dich halt, ne? Und dann denkst du ja so, oh ja, wieder irgend so ein Scheißding. Dann guckst du es dir halt nicht mal an. Ich glaube auch, dass... Ich glaube, das, was wir heutzutage bräuchten, wäre echt ein Silent Hill. So ein gutes Silent Hill. Das ist doch bestimmt hier Energie oder so. Zerstörer. Oh, what the fuck is this? Für ein One-Up. Okay. Ich glaube halt, dass heutzutage mit ja, auch so grafisch und überhaupt ein gut gemachtes Silent Hill wäre wahrscheinlich Gold wert. Ich mag diese scheiß Axtwerfer-Goblins überhaupt nicht. Oh, Energy. Nice. Ja, es steht immer im Raum, dass Kojima an einem Horrorspiel arbeitet, ja. Jetzt müsste man nur noch ein Fan von Kojima-Fans-Games sein. Ich meine, ich habe nichts gegen das Metal Gear Solid-Franchise zum Beispiel. Aber holy shit, dude, Death Stranding is something. Das war ja mal... Ich will nicht sagen Griff ins Klo, aber... Schau dir PT mal an, das hat eine gute Atmosphäre. What's happening? Du schon wieder. Du bist wie Proto-Man, nur nicht so lustig. Hör auf zu blocken.
Es hat gelernt zu springen. Ja, falsche Richtung. Okay. What the fuck is this? Was ist das für eine Waffe? Frogblade. Aha. Aha. Okay. Frogblade. Das legen wir uns erstmal ab, das sieht lustig aus. Frogblade. Ah, shit. Ich dachte, der wird stoppen. Ist egal. Achso, ich muss den Fight nochmal machen. Nee, doch nicht. Okay. Was ich halt auch mochte von der Atmosphäre her, war das erste Dead Space. Weiß nicht warum, aber das hatte auch was. Das zweite war okay. Dritte war halt meh. Also das sind halt alles so Franchises, die gefühlt ausgestorben sind. Das eine wurde von Konami getötet, das andere von EA. Achso, ich muss hoch. Du, das einzige coole am dritten waren im Koop diese Nussknacker-Dinger. Die waren super los. Das war so eine coole Idee. Weil ich weiß, ich habe es damals Koop gespielt. Ich glaube, wir haben es gar nicht zu Ende gespielt. Aber wir haben es Koop gespielt und war halt immer super cool, wenn einer irgendwie Nussknacker gesehen hat, die irgendwo rumstanden. Also, Alter, was macht der Nussknacker hier? Und der andere immer so, welcher Nussknacker? Weißt du, und das hat halt... Das ist so ein simples Ding, aber es bringt halt so viel Atmosphäre rein. Weil du dir dann auch nur so denkst, okay, what is happening? Aber sind wir mal ehrlich, der dritte war halt auch eine Microtransaction verseucht. Und zwar nicht ohne. Achso, ich kann ja einfach durchfallen. EA will halt dein Geld. Jeder will mein Geld. Unfassbar. Schlimm, oder? Ja, du, das Ding ist halt, ich habe halt mit der Zeit gelernt, einfach nicht jedem mein Geld zu geben. Klingt unfassbar, aber ich habe, glaube ich, seit Ewigkeiten kein Game mehr angepackt, wo Warner Bros. Drauf stand. Weil die Games waren alle irgendwie... Meh. Ich weiß sogar, ich glaube, der Zeitraum, wo ich aufgehört mit mir Warner Bros. Games anzugucken, war... Achso, ich kann nicht durch die durch. Kein Freund der Batman-Reihe. Ich habe die ganze Batman-Reihe gespielt. Das war nicht das Problem. Das Ding war, dass der... Oh mein Gott, wie hieß der... Wie hieß das letzte Arkham-Game, was so extrem was den extrem schlechten PC-Port hatte? Was, Arkham Knight? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, das ist das einzige Mal, dass ich miterlebt habe, dass Leute sagen, hey, ja, unser Spiel ist scheiße. Und es ist jenseits des... Alleine dieses, ja, nee, wir können das Game nicht fixen, das ist zu kaputt. Das ist so, what the fuck? Ich weiß, das hat ein Patch gekriegt, was anscheinend ein bisschen was gefixt hat, aber das war's. Es war halt unspielbar. Könntet ihr euch verpissen? Danke.
Irgendwas hat gefehlt. Ich meine, das Ding... Weißt du, so weit sind die PC-Spieler ja nicht mehr gekommen. Die PC-Spieler sind bis zu dem Punkt gekommen, wo sie das komische Batmobil gerufen haben und dann haben sie zugesehen, wie ihre Framerate sagte: No, please help me, dude. I need help. Das war halt richtig schlimm. Ich werde das mit dem... Oh ja, guck böse. Ich hab das Frogblade. Ich bin unstimmig. Das Schwert sieht so scheiße aus. Komm her. Oh, das ist ein Pogo-Boss. Oh, das ist ein Pogo-Boss. Now we are talking. Let me pogo on you. Das ist lustig. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich dem ausweich. Fucking hell. Oh Gott, ich mache halt keinen Schaden. Es wäre wahrscheinlich klüger, einfach zu sterben und nochmal neu zu versuchen. Ja, immer clockwise, okay. Ja, okay, das ist der Trick dahinter. Alles klar. Okay, okay. I get it. Ja, doch, Arkham Asylum und Arkham City war okay. Auch wenn ich bei Arkham City vom Bösewicht nicht überzeugt war. Ja, zu spät. Ich bin... Entweder bin ich gerade zu spät oder zu früh. Das ist super nervtötend. Come on! Oh, der muss springen, scheiße. Ja. Das ist so schwer. Habe ich einen Heal? Okay. Oh shit. No, 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 no. Okay, gut. Kam sie aus ihrem Topf gesprungen. That's not even my final form! Fucking hell. Okay. Ich habe 3000 Punkte und ich benötige 1000. Ich glaube, das sollte ich hinkriegen. Mm-hmm.
Achso, das war's schon, okay. Ich frage mich ja, was ich krieg, wenn ich alle Verbesserungen habe. Ich meine, ich könnte es nochmal verbessern, aber nee, eher nicht. Okay, Ägypten next. Ägypten next. Einmal Anubis verprügeln.